Ja, ich denke, wir haben ein paar Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel reinzukommen. Da war Oldenburg ordentlich am Drücker. Wir haben aber, finde ich, soweit ganz gut gestanden. Das war auch erstmal oberste Prämisse, ja, hinten die Null zu stellen. Haben das eben in der ersten Halbzeit hingekriegt, kriegen in der zweiten Halbzeit so ein Eierding mit dem Kopfball. Ja, und ist dann sehr unglücklich, dass wir mit dem Schlusspfiff noch das 2-1 bekommen. Ja, ich fand schon, dass wir verdient gewonnen haben im Endeffekt. Und weil in der ersten Halbzeit haben wir ein klasse Spiel eigentlich gemacht. Das umgesetzt, was der Trainer wollte. Also ziemlich hoch auch verteidigt und ja, vieles hat eigentlich geklappt. Und ja, wir müssen eigentlich noch vorher den Siegtreffer machen und dann hinten raus natürlich super, dass er den so reinhaut. War dann noch natürlich spektakulärer. Ja, natürlich Standardsituation von außen klären wir erst, aber nicht deutlich genug, nicht richtig. Ich fällt ihn vor den Füßen, zieht einfach voll ab und dann schlägt er halt oben ein. Also wir versuchen so hoch wie möglich irgendwie zu kommen und ja, sofern wir alles immer umsetzen, dann passt das auch. Und wenn wir jetzt so weitermachen und endlich mal auch die Dinger vorne machen, wie in den anderen Spielen zuvor, dann können wir auch einen einstelligen Tabellenplatz halten und da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ja, ja, danke auch. Der hübscheste Spieler in der Regionalliga. Ja, ich weiß nicht, manchmal ist das so, dass im Fußball Sachen gegen dich laufen, manchmal hast du auch Glück und da müssen wir jetzt einfach dranbleiben. Ich denke, wir dürfen nicht so viel hadern, müssen weiter arbeiten, das Glück erarbeitet man sich, sag mal, auch so platt und da müssen wir jetzt einfach weiter dran machen.